Warum bin ich nicht glücklich? Sie sitzen in Kreisen und sind nur am Spaßen, die ganze Zeit nur am Lachen, die ganze Zeit nur Unterhaltung, die ganze Zeit nur Sohbet hier und Sohbet da. Und sie treffen sich und bleiben stundenlang zusammen, ohne einmal den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu erwähnen, wie ihr das gerade gemacht habt. Und es wurde uns eine Warnung gegeben, wer sich zusammensitzt und miteinander eine Sitzung führt, ohne Allahs Namen und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu gedenken, so ist das für ihn eine verlorene Sitzung. Yawmul Qiyamah wird er es tun. Und er fragt sich, warum bin ich nicht glücklich? Weil du nur herumalberst. Weil du die ganze Zeit mit deinen Kumpels sitzt und nur YouTube-Videos anschaust und du lachst dich über alles und jeden krank. Deswegen empfindest du keine Glückseligkeit. Wallah, ihr seht das, wenn ihr immer mit Leuten zusammensitzt. Die Leute, der Taqwa sind, der Gottesfurcht. Er wird dich immer dazu bringen, dass du Allahs gedenkst. Direkt oder indirekt. Und das selber bereitet ihm eine Freude im Herzen. Das heißt, er wird keine 5 Minuten, 10 Minuten mit dir sitzen, ohne dass er versucht, dir etwas Gutes, Nützliches zu übertragen. Und dadurch empfindet er Freude in seinem Herzen, liebe Geschwister. Es gibt Leute, der ist von den Praktizierenden, der betet vielleicht auch sogar 5-mal am Tag, aber der ist die gesamte Zeit nur mit Filmen beschäftigt. Er guckt sich die gesamte Zeit nur irgendwelche Filme an. Jackie Chan 1, Jackie Chan 2, Jet Li 14, Jet Li 15, Rambo 10. Und er fragt sich, warum werde ich nicht glücklich? Weil er abgelenkt ist von dem, was tatsächlich wichtig ist, liebe Geschwister. Wir haben Leute,